Zutaten für 5 Personen, 200 Gramm gemischtes ungeschwefeltes Trockenobsttüse trockene Weißwein, ersatzweise frisch gekochter schwarzer Tee, 250 Gramm Staudensellerie, eine Fenchelknolle, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 200 Gramm Möhren, eine reife feste Birne, Klammer auf Klapsliebling oder Alexander Lukas, Klammer zu, 1 Orange, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Stück frische Ingwerwurzel, etwa 2 cm lang, 2 Essel, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 1/41 Sojamilch, 1 Teel, Gelbwurz, Klammer auf Kurkuma, Klammer zu, 1/2 Teel, gemahlener Koriander, je 1/4 Teel, Kreuzkümmel, Klammer auf Kummin, Klammer zu, und Zimtpulver, je eine Messerspitze, Nelkenpfeffer und frisch geriebene Muskatnuss, Vollmeersalz, Cayennepfeffer, 1/2 Essel, milder Himbeer- oder Apfelessig, 102 raffiniert pro Person, etwa 1500 k, 1/360 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 8 Gramm Fett, 61 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe, Quellzeit, 3 Stunden Vorbereitungszeit, 40 Minuten Garzeit, 10 Minuten Nass-Trockenobst heiß abspülen und zugedeckt in dem Wein oder dem abgekühlten Tee 3 Stunden einweichen, das Obst herausnehmen und in Stücke schneiden, die Einweichflüssigkeit zum Schmoren der Gemüse aufbewahren, den Sellerie und den Fenchel putzen, Klammer auf die Blättchen jeweils abschneiden und beiseite legen, Klammer zu, waschen und zerkleinern den Sellerie in etwa 1 cm breite Stücke, die halbierte Fenchelknolle, Klammer auf den Strunk her ausschneiden, Klammer zu, in Streifen schneiden, die Möhren, die Birne und die Orange schälen, die Möhren in Stifte, die Birne und die Orange in Schnitzel teilen. Diese 3 Zutaten miteinander mischen, durch die Fruchtsäure der Orange wird die Birne nicht braun. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und hacken. Die Ingwerwurzel wie eine Kartoffel schälen, aber nicht zerkleinern, damit man sie nach dem Garen wieder leicht entfernen kann. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig braten. Den Ingwer, die Gemüse und das frische Obst hinzufügen. Die Einweichflüssigkeit vom Obst und die Sojamilch dazu gießen. Die Gelbwurz, den Koriander, den Kreuzkümmel, den Zimt, den Nelkenpfeffer und den Muskat darunter mischen. Alles einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Das Trockenobst hinzufügen und nur erhitzen. Die Ingwerwurzel entfernen. Die süß-sauren Gemüse mit Salz, Cayennepfeffer und dem Essig abschmecken. Die Sellerie und die Fenchelblättchen waschen, Trockentupfen fein hacken und über das Gericht streuen. Mein Tipp, Sojamilch wird aus gemahlenen gelben Sojabohnen hergestellt und ist unter der Bezeichnung Sojadrink in Reformhäusern oder Naturkostläden erhältlich. Wie man sie selbst herstellt, steht auf Seite 26. Gewürze wie Gelbwurz, Kreuzkümmel und Koriander können Sie ebenfalls dort oder auch in Spezialgeschäften für asiatische Lebensmittel kaufen. Wer keines dieser Geschäfte in der Nähe hat, fragt wie bei allen anderen seltenen Gewürzen in der Apotheke nach.